Moin. Guten Tag und einen wunderschönen guten Abend. Willkommen auf dem Chaos-Treff und willkommen zur chaotischen Viertelstunde. Ich habe selbstverständlich keinen Titel, wer braucht schon Titel? Ich habe es, glaube ich, genannt Dependency Domino mit Systemd Timern. Das heißt, was wir uns heute anschauen wollen, sind Systemd Timer und vielleicht so ein bisschen, wie man damit auch so Dependency Chains machen kann. Zum Beispiel, ich starte irgendwas per Timer-File oder ich starte irgendwas über einen Timer und möchte danach noch irgendwie meine Aufräumen.Service starten, damit ich am Ende auch irgendwie aufräumen kann. Genau, ich habe vor 2 Wochen oder 3 Wochen oder so, irgendwann ist ein, gar nicht so lange her, habe ich eine Couch-Stunde gehalten zum Thema, wie wir Systemd-Service-Files schreiben. Da haben wir unser plonk.service geschrieben. Das ist im Wesentlichen unser plonk.service, so ungefähr so, wie es damals aussah. Und was dieses Ding kann, ist, ich kann es starten und es legt mir einfach in TMP die Datei plonk an. Das heißt, was ich machen kann, ist TMP plonk, die gibt es nicht. Und wenn ich jetzt systemctl start plonk service mache, dann gibt es die Datei plonk auf einmal. So, werfen wir sie mal wieder weg. So, soweit so gut. Und jetzt gibt es sicherlich einige von euch, die sich schon mal mit Cron auseinandergesetzt haben. Wer? Alle mal Hände hoch. Hände in die Höhe. Lasst eure Hände, ihr könnt eure Hände runternehmen, wenn ihr noch nie Cron benutzt habt. Alles klar, es gibt offensichtlich einige gezeichnete von Cron. Cron war dieses, wir können mal Dinge per Timer tun oder per Zeitstempel tun. Früher. Und so ein Cron-Command sah im Wesentlichen so aus. Jetzt muss ich sogar nachgucken, weil ich mir das nie merken konnte. Also man hat irgendwie ein paar Felder und man hat zwar erst irgendwie, hier trägt man die Minute ein, Leerzeichen die Stunde, Leerzeichen den Day of Month, also Montag, Dienstag, Mittwoch, beziehungsweise Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday und so weiter. Dann trägt man den Month ein. Day of Week. Bitte? Day of Week. Ah, Day of Month, Day of Week, pardon, Day of Week natürlich. Moment. Day of Month kommt hier und Day of Week kommt hier. Das heißt, ich kann irgendwie sagen, das ist irgendwie der ich möchte immer an den Eden des März, möchte ich mein Kill Caesar-Skript laufen lassen. Das wäre dann, das wäre dann vom Datumsformat her, mir ist die Minute egal, mir ist die Stunde egal. Das ist tatsächlich die Syntax so. Day of Month, Eden sind der 15. Day of Month, Month ist March und Day of Week ist mir auch egal. So, das ist das Kommando, mit dem ich quasi den 15. März adressiere. Was? Du führst das jetzt 24 mal 60 mal aus. Jede Minute, jede Stunde. Ach du Scheiße. Okay, ja, ich habe Cron nie wirklich benutzt. Das war immer irgendwie. Dann machen wir es, keine Ahnung. 0:00 und 12 Uhr mittags. Der Typ mit Sicherheit gestorben. Genau, das sollte jetzt aber. Das sollte jetzt einmal an dem am 15. März sollte uns das. Caesar töten. Also der User, dann müssen wir noch irgendwie den User angeben, der das ausführen soll. Zum Beispiel Root oder eben Brutus. Und dann das Command. Und das ist. Und das ist killCaesar.sh oder wir machen das, wir können natürlich auch sagen, das Command ist killall-9Caesar. So. Das ist, wie das unter Cron aussah. Also man hat irgendwie diese Felder, man wählt die irgendwie aus und ja. Und dann, wenn euer Rechner eben an ist, wenn man, und da gibt es dann so eine Tabelle, da schreibt ihr das irgendwie eine pro Zeile und dann wird der Output von diesem Kommando, wird euch dann per E-Mail zugeschickt. Super spaßig, ich liebe Cron-Mails. Wenn euer Rechner an ist, passiert das. Was passiert, wenn euer Rechner aus ist? Nein, dann passiert es halt nicht. Dafür gibt es nochmal ein separates Cron-Tool, das nennt sich dann Anacron, anderes Programm. Das kann dann genau das kann Dinge auch ausführen, wenn der Rechner zu dem Zeitpunkt, an dem es eigentlich hätte laufen sollen, aus war. Ist irgendwie nur so mittelintuitiv und deswegen haben sich die Leute von Systemd gedacht, das können wir doch besser. So wie sich die Leute von Systemd an einigen Stellen gedacht haben, das können wir doch besser.
Und im Fall von SystemD Timer muss ich tatsächlich sagen, das haben die ja tatsächlich auch durchaus besser gemacht. So, was sind SystemD Timer? SystemD Timer sind jetzt, wir bauen diese Funktionalität mal direkt ins System mit ein. Wir hatten hier unsere plonk.service und die wollen wir jetzt mal über einen Timer starten. So, warum sind Timer in SystemD geiler? Weil ich systemctl list timers habe und der sagt mir, welche Timer das sind. Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen doof, weil man das nicht komplett sieht. Aber wir sehen hinten die Unit, welche das Timer-Unit das ist. Wir sehen, wann die das letzte Mal durchgelaufen ist. Wir sehen, wann die das letzte Mal durchgelaufen ist als Datum. Und wir sehen, wann sie das nächste Mal läuft und wie viel Zeit noch bleibt, bis sie das nächste Mal läuft. Das ist eine super Übersicht über Timers. SystemCTL List Timers ist großartig. Wenn wir minus minus all noch mit dazulegen, dann sehen wir Loaded but Inactive Timers 2. Das sind dann die, die nicht enabled sind. Aber dazu kommen wir sofort. Gut. So, das sind jetzt also Timers. Und wie sieht denn so ein Timer-File aus? Ich hätte jetzt gerne... Timer-Files in SystemD haben einen die liegen in, zum Beispiel in etc systemd system, da liegen sie normalerweise für die gängigen Sachen. Und die heißen einfach irgendwie .timer. Wir nehmen einfach mal, da wir ja unsere Unit plonk starten wollen, bauen wir mal den korrespondierenden plonk.timer. So, dieser Timer ist jetzt in SystemD auch eine Unit, das heißt erstmal hat das Ding eine Unit-Section. Diese Unit-Section kriegt eine Description. Trigger plonk.service, whatever. Und in unserem plonk.service haben wir jetzt eine Service-Section. Das ist ein Service-File. Das hier ist ein Timer-File. Wie heißt die korrespondierende Section? Timer. 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 So, was kann denn so ein Timer? Erstmal kann ich jetzt so einem Timer sagen, ich hätte irgendwie gerne auf ein Kalender-Event, on Calendar, würde ich das Ding gerne triggern. Und on Calendar ist super, ich kann nämlich irgendwie sagen, 2017 minus, was für einen Monat haben wir, den 9., was für einen Tag haben wir heute? Den 21. Dankeschön. Und wie spät ist es? Es ist gerade 20 Uhr 18.00. Ups, das war doof. So. Nehmen wir mal irgendwie... Ja doch, machen wir das mal so. Und jetzt können wir das Ganze mal rausgehen und systemctl Start Plonk Timer. Jetzt sollte der in der Theorie bei den Timern auftauchen. Wir haben noch keine Informationen, wann und überhaupt und sowieso und was. Wie spät ist es gerade? Es ist 20.09 Uhr. Dann wird es natürlich nicht helfen. Dann machen wir da mal eine 20 draus. So, und in der Theorie haben wir noch kein Plonk-File und das habe ich jetzt natürlich nicht ausprobiert. Wir warten nochmal 30 Sekunden und dann sollte aber in der Theorie, wenn das jetzt alles passt, den listet er hier natürlich jetzt gerade nicht. Okay, aber in der Theorie sollte das Ding... ganz oben ist er sogar. Da habe ich nur übersehen. Wunderbar. Wir haben gesehen hier, 2 Sekunden left. Das heißt mittlerweile sollten wir ein TMP plonk.service, ist natürlich offensichtlich nicht gelaufen. Warum nicht? Doch ist er tatsächlich, weil die Timer-Files, wenn du ihm nicht sagst, was für einen Service du starten willst, dann startet er einfach sich selber, aber nicht .timer, sondern .service. Status plonk timer. Und das ist eben der coole Teil. Wir können eben sagen,
diese Timer-Files schreiben jetzt, im Gegensatz zu diesen Cronjobs, schreiben uns die Timer-Files keine Mails, sondern die schreiben uns einfach ins System-Log. Und das heißt, wir können sagen, wir können das Ganze schön im System-Log sehen, wir können sehen, wenn die Timer failed sind und wir haben das alles quasi in unserem zentralen System-Tool mit drin. Gucken wir mal, ob Plonk Service gelaufen ist. Plonk Service, 35 Sekunden ago ist das Ding gelaufen und hat aus irgendeinem Grund aber tmp.plonk nie angepackt. Ah, jetzt ist es da. Okay, hat offensichtlich... Hat einen Moment gebraucht. Ja, genau. Zu dem Punkt kommen wir jetzt auch sofort. Das hätte ich mir auch denken können. Zum Beispiel gibt es nämlich die Option, warum das jetzt so lange gebraucht hat, fragt ihr euch. Und die Antwort ist, es gibt da so eine Option. Accuracy, es gibt jetzt noch eine Reihe Optionen, die wir... Oh, ich bin im falschen Fall. Es gibt noch eine Reihe von Optionen, die wir so einem Timer mitgeben können. Plonk.timer. Es gibt eine Reihe von Dingen, die so ein Timer kann. Zum Beispiel kann so ein Timer Accuracy Sec und dem kann ich jetzt zum Beispiel sowas sagen wie 60. Das heißt, diesen Timer hätte ich gerne mit einer Genauigkeit von 60 Sekunden. Das heißt, ich stelle SystemD zur Verfügung ein Zeitfenster von 60 Sekunden, in dem es das Ding nach vorne und hinten schieben darf. Das ist dazu gedacht, dass wenn man zum Beispiel ein System hat, so ein NAS oder so, was aufwachen soll, durch einen Timer getriggert, Dinge tun soll und dann wieder einschlafen soll, dann kann ich SystemD sagen, okay, ich will, dass du das On-Calendar da startest, aber mir ist nicht so wichtig, dass das genau zu dem Zeitpunkt kommt. Ich gebe dir mal so, keine Ahnung, wir können auch sagen 30 Minuten. Ich sag dir einfach mal, du hast irgendwie ein Zeitfenster von 30 Minuten, in dem du das beliebig shiften darf. Und was SystemD dann macht ist, es guckt sich an, was für Timer-Files habe ich alles und shiftet die so, dass wir möglichst wenig Wake-Ups haben. Das heißt, wenn wir irgendwie ein Timer-File haben, das jetzt laufen sollte, ein Timer-File, das in 15 Minuten laufen sollte und beide haben irgendwie Accuracy-Sec 30 Minuten, dann wird SystemD sagen, zwei Timer-Files, die kann ich matchen, die lege ich aufeinander, dann muss ich nur einmal aufwachen und nicht zweimal. Das Gegenteil von Accuracy-Sec ist Randomized Delay Sec. Und da kann ich zum Beispiel sagen, keine Ahnung, 5 Minuten. Und was das macht, ist, es generiert mir ein, wie das schon gesagt, ein Randomized Delay zwischen 0 und 5 Minuten, 0 Sekunden, 5 Minuten. Und das ist dazu da, dass ich einfach sagen kann, ich möchte nicht, dass alle meine Timer zum gleichen Zeitpunkt laufen, um zum Beispiel Last auf mein System zu minimieren, sondern die sollen irgendwie irgendwann mal so aufwachen, um On-Calendar rum. Genau. Das ist das. Wenn man Randomized Delay Secs anwendet, dann wird, wenn die Unit startet, wenn der Timer startet, generiert er sich ein Randomized Delay. Und das ist dann quasi das wirkliche On-Calendar-Event. Und das ist dann aber wieder so, dass wenn Accuracy Sec SystemD erlaubt, da Dinge aufeinander zu legen, wird SystemD das auch tun. Der Default Value für Accuracy Sec ist eine Minute und deswegen haben wir gerade gesehen, dass das ganze Ding ein bisschen gebraucht hat, weil SystemD offensichtlich gesagt hat, das shifte ich mal ein bisschen durch die Gegend. Genau, wenn ich jetzt irgendwie sagen möchte, ich möchte jetzt Cäsar an, was war das, 03 ist März, Eden ist März, ich möchte das Ding irgendwann laufen lassen. Also mir ist das Jahr egal und mir ist auch irgendwie so die Uhrzeit egal. Im Gegensatz zu Cron heißt das jetzt nicht, wir machen das jede Minute, sondern wir lassen das laufen auf einem Calendar-Event, das quasi darauf matcht. Und wenn das gelaufen ist auf das Calendar-Event, das darauf matcht, wird das nächste Calendar-Event gewartet, das darauf matcht. Das heißt, das Ding wird quasi an jeden Eden des März ausgeführt und jetzt tötet es halt nicht Cäsar, sondern macht es einfach nur so ein Plonk, aber Point gets around. Frage? Wenn ich jetzt sagen will, dass jede Minute an diesem Tag ausgeführt wird, das ist eine ganz hervorragende Frage, das müsste ich tatsächlich nachgucken. Das kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen. Gut, was wir auch machen können, statt on Calendar, können wir auch zum Beispiel sowas sagen wie on boot sec, bitte? Okay.
OnBootSec können wir statt OnCalendar auch sagen. Das sagt dann nach dem Booten, also quasi fünf Minuten nach dem Booten, führst du mir bitte folgenden Job aus. Zum Beispiel, keine Ahnung, OnBootSec 1 Minute könnte sein, mounte mein Netzwerk Remote-Zeugs oder so, wenn du gebootet hast oder sowas. Das sind die Optionen, die es so gibt. Wir bleiben gerade mal bei OnCalendar. Was gibt's noch Schönes? Genau, es kam die Frage auf nach der Unit. Standardmäßig startet dieser Plonk-Timer die Unit, die Plonk-Service heißt. Wir können ihm aber auch explizit sagen, Unit ist gleich myFancyUnit.Service zum Beispiel. Oder was auch gehen sollte, habe ich jetzt nicht ausprobiert, myFancyUnit.Target müsste auch gehen. So. Das ist im Wesentlichen, man schreibt jetzt mehr als bei so einem Cronjob, aber dafür sieht man tatsächlich auch über die Option, was da eigentlich passiert und muss sich nicht jedes Mal wieder angucken, in welcher Reihenfolge diese komischen Felder jetzt funktionieren. Zum Beispiel, dass irgendwie Day of Month zuerst kommt und Day of Week erst danach, sondern man hat es halt alles schön hier stehen. Was ist, wenn ich jetzt so einen Timer permanent installieren möchte? Dann mache ich das, wie ich bei allen Units mache. Wir haben, wenn wir unsere Plonk Service permanent installieren wollten, hatten wir diese Install-Section und deswegen gebe ich dem Timer einfach eine Install-Section und sage wanted by multi-user-target. So, was ich jetzt machen kann, ist systemctl enable plonk timer und wir sehen, der created uns einen Symlink in etc systemd multi-user-target.once plonk-timer auf etc systemd system-plonk-timer. Wer häufiger mit systemd arbeitet, wird das wiedererkennen, dass das normale Verhalten ist, wenn ich auch einfache Service-Files enable. Genau, und damit wird unser Timer automatisch gestartet vom Multi-User-Target in diesem Falle und er läuft, ist bei den Active-Timers gelistet und läuft einfach so, wie wir ihn eben eingestellt haben. So, jetzt habe ich noch gesagt, wir können ja auch Domino machen. Jetzt läuft unser plonk.service und wir können uns irgendwie noch eine aufräumen.service schreiben. Räumt das System weg. Das ist jetzt ein Service. Und wenn ich jetzt möchte, dass mein System aufgeräumt wird oder weggeräumt wird, sobald mein, also machen wir erstmal fertig. Exec start ist gleich user bin rm slash stern minus rf. Das ist jetzt mein Räum das System weg. Wer irgendwas von diesen Just in case. Wer irgendwas von diesen Dingen selber ausprobiert, ich übernehme keine Garantie für Dinge, die damit funktionieren oder die damit passieren. Jetzt gucken wir uns unser Plonk-Service an. Und was wir einfach machen können, ist, diese Unit wants, die möchte was, und zwar sie möchte gerne aufräumen.service und sie möchte aber vor aufräumen.service durchlaufen. Das heißt, was das jetzt tut, ist, es sagt, ich möchte gerne aufräumen.service haben und zieht damit als Dependency aufräumen.service rein, sagt aber, ich möchte vor aufräumen.service laufen. Das heißt, wenn aufräumen.service soll erst laufen, wenn diese Unit geexitet ist. Das heißt, wenn diese Unit fertig ist. Ich kann das auch umdrehen, ich kann auch sagen, aufräumen.service ist wanted by plonk.service und sagen, aufräumen.service soll aber laufen after plonk.service. Oder ich kann sagen, diese Unit wants aufräumen.service, aber aufräumen.service soll laufen after plonk.service. Das kann ich im Wesentlichen so machen, wie ich da gerade lustig bin. Und damit kann ich eben auch beliebige Dependency-Chains triggern. Jetzt kann ich in aufräumen.service noch eine
auf dieselbe Art und Weise eine Restore-Service anhängen zum Beispiel, die dann mein System wiederherstellt. For reasons. Es gibt noch einen kleinen Unterschied. Es gibt Wants und es gibt Requires. Wants sagt, ich hätte die gerne. Und wenn dieses Aufräum.Service aber nicht da ist, nicht geladen werden kann, schief geht, ist mir das egal. Also das Before ist das ein bisschen, ist dann irgendwie nicht so sinnvoll. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte die Plonk-Service bauen, after Aufräum.Service läuft und diese Plonk-Service erfordert aber Aufräum.Service, dann wäre es jetzt bei Once so, dass Plonk.Service auch laufen würde, wenn Aufräum.Service failed oder mit irgendwie einem nicht guten Exit-Code zurückkommt oder gar nicht gefunden werden kann. Dann sagt Plonk.Service nur, ich hätte die gerne, kann aber auch ohne. Mit Requires sagt Plonk.Service, Aufräum.Service ist nicht da, ohne mich, ich bin raus. Das ist der Unterschied zwischen Requires und Once. Also es gibt halt ein paar Dinge, irgendwie wenn ich Dinge auf meinen Network-Share kopieren möchte, dann require ich, dass der vorher gemountet wird, ansonsten ist meine Platte voll. Bei anderen Dingen, wenn ich irgendwas, keine Ahnung, habe ich keine, irgendwas, weiß ich nicht, ich möchte gerne irgendwie Backup auf externe Platte und auf den Netzwerkshare machen, aber wenn der Netzwerkshare nicht da ist, möchte ich, ist mir das egal, dann mache ich halt nur auf Platte, dann könnte ich zum Beispiel Once benutzen. Und wenn ich irgendwie definitiv auf den Netzwerkshare und nicht auf meine Platte laufen möchte und habe da keinen Check, bräuchte ich ein Requires. Und damit kann ich eben beliebiges Domino machen und initial haben wir gesehen, kann ich das zünden mit einem Timer-File, das eben wunderschön sagt, wann das Ding laufen soll. Frage? Nur wenn ich das richtig verstanden habe, das setzt aber jetzt nur das Vorhandensein dieses Services voraus, nicht, dass er mit einem erfolgreichen Exit vorher gelaufen ist. Da bin ich mir, also wenn du Requires hast, wenn du das jetzt hast, so wie es da jetzt steht, dann wird diese Unit nicht laufen, wenn Aufräumservice mit Exit-Code not gleich 0 gelaufen ist. Ich bin mir nicht sicher, wie das der Fall ist, wenn ich das jetzt mit Requires und Before mache, denn der Exit-Code von Aufräum.Service ist ja noch nicht bekannt, während Plonk-Service läuft. Aber wenn es so rum ist, dann sollte Plonk-Service nicht laufen, wenn Aufräum.Service nicht sauber exitet. Wenn ich dann Once hingeschrieben hätte, müsste Plonk-Service trotzdem laufen. Gibt es weitere Fragen? Jo. Wenn ich einfach ein Skript haben will, das, solange mein Rechner an ist, jede Stunde läuft, muss nicht nachgeholt werden, wie würde ich das denn machen? Du würdest zum Beispiel Plonk Timer, du willst sowas haben wie. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Also ein Beispiel für OnCalendar wäre, das müsste jede volle Stunde sein. Also das würde ich jetzt als jede volle Stunde sehen. Das müsste jetzt jede volle Stunde laufen, das ist die Variante 1. Eine andere Variante ist, du startest das einmal mit OnBootSec 5 Minuten, dann legt es los, sobald der Rechner hochgefahren ist, 5 Minuten später. Und dann gibt es noch OnActivationSec, das läuft, OnActivationSec gleich 5 Minuten würde 5 Minuten nach der letzten Activation von dieser Unit laufen. Also du kannst auch sagen, dieser Timer soll feuern n Minuten oder n Sekunden, nachdem er das letzte Mal gefeuert hat. Da gibt es 5 verschiedene nach After Activation, After Unit Finish und so Dinge. Da müsstest du einfach mal in mansystemd.timer schauen, da sind die alle gelistet. Aber da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt einfach mal der Einfachheit halber auf OnCalendar bezogen, aber da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten OnStuff, wie man Dinge triggern kann. Weitere Fragen? Ja? Also wenn ich mehrere Services mit demselben Timer sozusagen verknüpfe, ja, wenn du kein Before oder After spezifizierst, dann laufen die alle parallel. Du könntest sogar sagen, wenn du mehrere Services hast, die parallel laufen sollen, keine Ahnung, sagen wir 10 Services, und du willst jetzt nicht über einen Service-File verketten, dann fände ich persönlich, ich weiß jetzt nicht gerade nicht, was da Best Practices offiziell sind, dann würde ich fast schon ein foo-target schreiben und die alle an der Target hängen und dann das Target mit dem Timer lostreten.
aber das ist nur so eine persönliche Note. Du kannst auch einfach sagen, ich habe irgendwie einen zentralen Service und der hat irgendwie folgende Beipack-Services, die noch laufen müssen, dann sollte das auch mit einem einfachen Service tun. Das ist jetzt ein rein semantisches Problem, kein technisches mehr. Gibt es weitere Fragen? Ja. Ja, das ist kein Unterschied. Das kannst du auch, das sollte für, ich habe es noch nie mit System die User gemacht, aber sollte ganz genauso funktionieren. Gut. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, ich danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche noch einen angenehmen Chaostreff.